bin 41. Wir sind hier auf der Critical Mass am Marianneplatz in Berlin. Und ich habe das erste Mal hier mitgemacht im März 2018. Mein Freund hat mich mit hierher gebracht, der vorher schon viel Fahrrad gefahren ist, auch viel Rennrad. Und es ist halt einfach, um aufmerksam zu machen, dass es eben nicht nur für die Autos ist, weil wir jeden Tag zur Arbeit mit dem Fahrrad fahren und alle Wege mit dem Rad abfahren. Und es ist für uns halt einfach auch so, darauf aufmerksam zu machen, dass wir aufpassen aufeinander und jeder auf der Straße und auf dem, im Verkehr miteinander sorgsam umgehen sollte. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir hier alle sind. Es ist eine friedliche Demo. Ja, wir wollen halt zeigen, dass wir nicht nur rasant durch den Straßenverkehr unterwegs sind, sondern dass wir halt eine ganz bunte Mischung sind aus vielen verschiedenen Menschen, aus Kindern. Hier fahren auch viele Kinder mit ihren Eltern mit. Einfach, dass diese Vielfältigkeit des Fahrradfahrens halt auch gezeigt wird und eben auch, wie toll es ist, sich in der Stadt zu bewegen und eben nicht nur, wir schneiden, wir fahren bei Rot über die Ampel, sondern dass es halt auch ganz anders geht und dass man auch einfach Spaß haben kann und eine schöne Zeit miteinander verbringt. Freunde trifft, man lernt sich hier kennen, die Community ist total groß inzwischen. In den Sommermonaten sind es Tausende von Leuten, die hier mitfahren und es ist halt ein tolles Gefühl. Es gibt gar keinen geplanten Ablauf. Man trifft sich hier um 20 Uhr und irgendjemand fährt los und keiner weiß, wo es hingeht. Also wir werden viel von der Polizei, gerade in so Sommermonaten begleitet und wir fahren einfach drauf los. Also es kann manchmal bei schlechtem Wetter sind es 20 Kilometer im Winter, es können aber auch bis zu 40 oder 50 Kilometer sein. Es ist keine geplante, festgelegte Route. Es wird einfach quer durch Berlin gefahren und das ist halt das Tolle, dass keiner genau weiß, wo es hingeht, sondern wir fahren einfach drauf los. Es ist geordnet, weil wir eben auch von der Polizei begleitet werden, aber es gibt keine festgelegte Route und keiner organisiert es. Also jeder fährt, irgendwer fährt los und wir fahren hinterher. Kommt her, man kann zeigen, dass wir auch nicht nur chaotisch auf der Straße unterwegs sind, man kann tolle Leute kennenlernen, man sieht die besten, die geilsten Fahrräder überhaupt. Es sind ganz viele bunte Menschen hier und es macht einfach riesengroßen Spaß, damit zu machen. Ich kann es nur empfehlen und ich bin immer, wenn ich die Zeit finde und die Zeit habe, nehme ich sie mir und bin dann einfach dabei.